1929 erscheint die von Elsie Seeger gestaltete Figur Popeye erstmals in einem Comic der Tageszeitung New York Journal. Der grantige Matrose mit den massiven Unterarmen und dem Anker-Tattoo wird von allen für seine enorme Stärke bewundert, die er durch das direkte Schlucken ganzer Spinatdosen gewinnt. 1966 kollidiert eine Boeing B-52 der US-Luftwaffe mit 4 Atombomben an Bord in der Luft mit einem Tankflugzeug und stürzt nahe der südspanischen Stadt Almería ab. Glücklicherweise explodieren die Bomben nicht, dennoch entweicht radioaktives Material. Und das geschah in Österreich. Als Belohnung für seine Kundschafterdienste während der Türkenbelagerung von 1683 soll der polnische Spion Georg Franz Kolschicki Säcke mit Kaffeebohnen erhalten haben, die die türkischen Belagerer bei ihrer Flucht vor den Mauern der Stadt zurückgelassen hatten. Gemeinsam mit einem Serben ist er rausgeschlichen, hat sich als Türke verkleidet und konnte dann zurückkehren und dem Hof melden, also das Ersatzheer, das dann uns dann sozusagen befreien wird und uns unterstützen wird in dem Kampf, im Anmarsch ist und das wird bald losgehen. Und das hat man am Hof doch sehr geschätzt. In der Folge soll Kolschicki das erste Wiener Kaffeehaus eröffnet haben. Soweit zumindest die Legende. Er dürfte wohl eine Kaffeekonzession bekommen haben, aber ob der sie jemals überhaupt betrieben hat, ist vollkommen unklar. Also das muss man ins Reich der Legende, wenn auch eine sehr schöne, verweisen. Tatsächlich belegt ist ein kaiserliches Privileg vom 17. Jänner 1685 für den öffentlichen Ausschank von Kaffee, das nicht Kolschicki, sondern ein gewisser Johannes Diodato erhält, der Edelmetalle für die kaiserliche Münzprägung heranschaffte. Man hat also gerade auch von seitens der Habsburger Monarchie sehr viel versucht, die griechischen oder wie man sie damals genannt hat, die balkanorthodoxen Geschäftsleute versucht nach Wien zu bringen, um hier den Handel zu fördern, das Gewerbe zu fördern. Und so kommt ein gewisser Herr Johannes Diodato nach Wien, der dann sozusagen sich verdient macht und das Privileg erhält, Ende des 17. Jahrhunderts erstmals in Wien Kaffee auszuschenken. Sofort eröffnet Diodato in seinem Wohnhaus in der heutigen Roten Turmstraße 14 das erste Kaffeehaus von Wien. In anderen europäischen Städten wie Venedig, London oder Paris hatte es schon früher Kaffeehäuser gegeben. Doch Wien holt schnell auf. Anfang des 18. Jahrhunderts gibt es bereits 20 Kaffeelizenzen. Im 19. Jahrhundert konnten Gäste bereits aus über 150 Cafés wählen. Das Wiener Café wird rasch zum Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Erstens einmal war das sehr elegant. Ja, also wir denken dann ja später sogar um 1850 noch an diese berühmten Donutstühle und diese Marmortische. Also das Design war ganz gewählt. Es gab Luxus, durchaus Luxus. Es gab Billardsalons, das also auch eine. Das Billardspiel hat sich hauptsächlich durch die Kaffeehäuser in Wien verbreitet. Es gab sogar ein eigenes Format für die Wiener Kaffeehäuser, für die Tische. Und es ist also nicht nur der Kaffee, sozusagen, der ist eigentlich nur das Mittel zum Zweck. Ja, das Rundherum ist wesentlich bedeutender, bis hin dann zu den Literatencafés. Die Kaffeehäuser haben ganz wichtig im Laufe der Geschichte auch sozusagen eine politische Funktion gehabt. Es gab Zeitungen, die so oft im normalen Handel, würde man sagen, nicht erhältlich waren, in verschiedenen Sprachen. Man wollte ja nicht, dass die Bevölkerung zu stark informiert ist. Im Kaffeehäuser gab es das. Die Blütezeit erlebt das Wiener Kaffeehaus um 1900, als in Cafés wie dem Zentral oder dem Grünsteidl Geistesgrößen wie Karl Kraus, Arthur Schnitzler oder Sigmund Freud und Künstler wie Gustav Klimt oder Egon Schiele zusammenkommen. Die ganzen großen Künstler, sei es jetzt der Otto Wagner, sei es der Gustav Klimt, der Egon Schiele, die Dichter wie der Karl Kraus, der Felix Salten, das wäre zum Teil ja ohne diese Kaffeehäuser gar nicht denkbar. Zum Teil natürlich auch da, weil die Dichter, wie wir sie wissen, die auch nicht gerade die Reichsten waren und im Kaffeehaus konnte er einen ganzen Tag sitzen. Das waren Büros für die Künstler. Das berühmte Café Grünsteidl zum Beispiel hatte Lexika drinnen, den Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel. Es gab allein das Verzeichnis für die Tageszeitungen, die es im Café Grünsteidl gab, war über 100 Seiten dick. Ja, man muss erst mal nachschauen, wenn man es im Katalog, welche Zeitung man lesen will. Man trifft sich dort, man tauscht sich aus, man informiert sich und so entsteht eigentlich sicher ein wesentlicher Bestandteil, dass dieser Weltruhm, den Wien heute hat für Wien 1900, ist sicher auch ein Kaffeehaus-Weltruhm sozusagen. Und ja, das alles beginnt dort und natürlich heute
Wien ohne Kaffeehaus ja auch im touristischen Sinn nicht mehr denkbar, wie wir jetzt gerade in letzter Zeit ja etwas schmerzvoll bemerkt haben, dass wir sozusagen in die großen Kaffeehäuser, die bekannten wie Zentral, Dämmel oder Sache ja quasi gar nicht mehr hineinkommen, weil so viele Menschen dort hinein wollen aus aller Herren Länder. Heute gibt es in der Bundeshauptstadt rund 800 Cafés. An den ersten Kaffeehausbesitzer erinnert der Johannes-Diodato-Park im 4. Wiener Gemeindebezirk Wieden.